Hallo ihr Leute da draußen und ein Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von GTA Vice City. Das letzte Mal haben wir hier Sunshine-Autos mitgekauft, haben dann dementsprechend auch hier die jeweiligen Rennen mitgemacht, 6 Stück an der Zahl. Und für diesen heutigen zweiten Teil findet natürlich dann hier die Fahrzeugübergabe mit statt. Wie man hier unter anderem bei dieser Garage mit sehen kann, steht natürlich da, Vehicles Wanted, von Landstalker über Esperanto, Ranger bis zum Blister Compact. Diese Fahrzeuge, also Compact meine ich, diese Fahrzeuge werden natürlich dann hiermit abgeliefert. Und ich zeige euuch natürlich dann dementsprechend, wie die Fahrzeuge hiermit aussehen, wenn ihr gerne auch diese Fahrzeuge hier noch mit sammeln wollt und ihr habt gerade nicht mehr auf dem Schirm, wie diese Fahrzeuge gleich damit aussehen. Und dann kriegen wir dann dementsprechend auch hier die Einkünfte von den Sunshine-Autos. Los geht's! Das erste Fahrzeug, was wir gleich mit am Start haben, ist der Landstalker. Ein Geländefahrzeug, was hat eben dann diese typische Form und natürlich auch hier noch einen fünften Reifen noch mit am Start hat. Und wenn wir uns natürlich dann in diesem Trigger-Bereich uns mit befinden, wird sich natürlich dann diese Garage auch mit öffnen. Und diese jeweiligen Fahrzeuge, die wir dann hier mit sehen, werden dann einfach so mit exportiert und wir kriegen dann dementsprechend auch ein klein bisschen Geld mit. Auf dich ist Verlass, wenn du alle, die auf der Liste stehen, abgeliefert hast, bekommst du einen Bonus. Jetzt wird es Zeit für den Idaho. Ein Idaho ist natürlich so aufgestellt, dass dies hier mit einer typischen, auffälligen, beigen Plane mit am Start ist und hat natürlich dann dementsprechend auch hinten hier eine Raute. Und von vorne sieht natürlich, mit Ausnahme ist jetzt in dieser Form etwas, also generell ein Idaho, kann man quasi dementsprechend an diesen beiden gesagten Merkmalen einfach mit erkennen. Und dementsprechend fahren wir dann dieses Auto hier gerne mit hinein. Kriege natürlich dann dementsprechend auch hier wieder eine Abfindung, wobei ich jetzt nicht ganz auf dem Schirm mit habe, ob diese sich auch abhängig des Zustandes des Autos sich dann mit variiert oder auch nicht. Aber auf der anderen Seite, who cares? Wenn man auf der Suche nach einem Esperanto mit ist, dann muss man lediglich nur nach solch einem langgezogenen Fahrzeug sich Ausschau halten, was dann dementsprechend dem eines Cadillacs mit entspricht. Also so ist dann dementsprechend auch die Inspiration dieses Esperantos mit hergeleitet. Und dieses Fahrzeug wiederum liefern wir dann dementsprechend auch hier in dieser Garage einfach mal mit ab. Ein Stallion, den wir natürlich hier mit sehen, hat ebenfalls hier ein typisches Haubendach, also ähnlich aufgebaut, wie es bei dem Idaho mit der Fall ist. Und wenn man sich jetzt nicht ganz genau sicher ist, ob man jetzt dementsprechend einen Stallion mit finden kann oder jetzt unbedingt einen mit dabei hat, es gibt natürlich auch einen einfachen Trick. Man fährt einfach wieder rüber zu dem anderen Teil von Vice City, da gibt es ja das eine Parkhaus und dort wiederum gibt es ja die Pylonen Rally. Dort wiederum steht natürlich immer ein Stallion und das wiederum kann man sich natürlich dann gerne mal mit abholen. Der Ranger ist das nächste Fahrzeug, was wir mit auf den Schirm haben. Also so ähnlich aufgebaut, wie es bei einem Landstalker mit der Fall ist. Nur, dass dieser natürlich ein anderes Chassis mit hat und auch kein Ersatzreifen mit beinhaltet tut. Dabei bin ich mir natürlich jetzt nicht ganz so sicher, ob man gegebenenfalls auch einen FBI Ranger, den man quasi mit am Schirm hat, sobald man 5 Sterne auf dem Schirm hat, ob man diesen ebenfalls hier mit hineinbringen kann oder auch nicht. Also ich empfehle zumindest immer hier die Zivilfahrzeuge mit reinzustellen, weil wäre natürlich zum Beispiel auch bei einem FBI Washington, wo ich natürlich weiß, dass hier einer mit ist, ich glaube den wiederum kann man dann nicht hier hineinstellen, währenddessen man dann, wenn man einen Washington braucht, diesen dann mit reinstellen kann. Also ist ein bisschen verwirrt. Bleibt dann nur noch einer und zwar der Blister Compact. Und der Blister Compact ist natürlich dieses winzig kleine Fahrzeug, was wir hier an dieser Stelle mit sehen. Und das Besondere daran ist, wenn man natürlich auch die jeweiligen Autos hiermit abliefert, die dann dementsprechend hier auf der Liste mitstehen, diese Autos selbst, die, man könnte zumindest meinen, diese sind nur einfach aus Jux und Dundidelei dann einfach damit aufgestellt, aber dazu sage ich natürlich gleich mehr. Auf jeden Fall, alle geforderten Fahrzeuge haben wir mit am Start und jetzt haben wir auch dieses schöne Fahrzeug hier gleich damit bekommen. Autohaus erworben. Wir hören natürlich dann auch hier die Musik von Mission erfüllt und Sunshine Autos generiert bis zu 1500 Dollar und dieses Geld könnten wir uns regelmäßig mit abholen. Wie wir aber natürlich hiermit sehen, es gibt noch weitere Fahrzeuge und generell auch zu der Thematik, wie sieht denn das jetzt eigentlich aus, diese ganzen Fahrzeuge, die wir dann hiermit abgeliefert haben, diese sind nicht willkürlich
zusammengewürfelt, sondern diese ganzen Fahrzeuge, die haben schon eine bestimmte Eigenschaft. Bei dem ersten, was wir hiermit gesehen haben, haben wir dann dementsprechend ein Auto mit am Start, was dann eben dann die meisten Eigenschaften hier mit erfüllt. So dass es quasi heißt, ein kompaktes Fahrzeug, was auch sehr stabil ist und natürlich dann auch viel Speed mit drauf hat. Das ist natürlich dann dementsprechend das Fahrzeug, was man hier gleich mit am Start haben wird, also wo man gleich mal mit einsteigen kann. Und diese Fahrzeuge hier wiederum sind natürlich dann die nächsten. Und das erste Fahrzeug auf dieser neuen Liste ist natürlich der Sabre. Wie man natürlich hier mit sehen kann, so ein richtiger Muscle Car, angehaucht an den Dodge, was dürfte das sein? Ich glaube, ein Dodge Charger, wenn ich mich jetzt nicht irren sollte. Also zumindest nach dem typischen amerikanischen Muscle Car Stil. Das ist natürlich dann dementsprechend hier unser Sabre, den wir dann gerne mit hineinnehmen. Das nächste Fahrzeug, der Virco, sieht natürlich dann dementsprechend in dieser Form hier mit aus. Also ebenfalls mit einem Vordach, wenn auch etwas kürzer. Und sehr auffällig natürlich mit einem riesigen Rautensymbol. Und dieses Fahrzeug zu finden, das ist natürlich dann auch so eine wirklich sehr ärgerliche Sache, weil du dann dementsprechend auch etwas sehr lange brauchst. Denn ich hatte zumindest den Eindruck, die Fahrzeuge, die du hier gerade benötigst, werden halt eben dann extremst selten irgendwo in Vice City vorhanden sein. Aber das ist jetzt nur eine Vermutung. Ein Sentinel zu besorgen, sollte jetzt nicht die besonders große Schwierigkeit mit sein, aber für euch auch mit gezeigt, wie denn so regulär ein Sentinel mit aussieht, falls man gegebenenfalls vergessen sollte, wie dies denn gleich schon mal mit ausschaut. Und diesen Sentinel wiederum kann man sich ja gleich beim Autohaus sich selbst mit abholen, denn der steht ja quasi immer mit einer. Aber nichtsdestotrotz bringen wir doch dann dementsprechend auch dieses Fahrzeug hier gleich mal mit hinein. Die Stretch-Limousine ist natürlich dann dementsprechend das nächste Fahrzeug hier auf unserer Liste. Sehr eindeutig daran zu erkennen, wie eine Limousine mit aufgebaut ist. Der Standort, wo diese Limousine mal mit gespawnt wird, ist allerdings auch ein bisschen trickreich. Man muss da lediglich nur zum Versity Estate mit hin und mit ganz großem Glück spawnt dann auch dementsprechend diese Limousine dann dort. Also, manchmal hat man Glück, manchmal auch nicht. Das sind dann eben dann solche Momente. Und was soll's, Hauptsache die Limousine ist jetzt hier mit drin. Das nächste Fahrzeug, was wir hier mit abgeben wollen, ist natürlich ein Washington. Dabei weiß ich natürlich jetzt selber noch nicht ganz genau, ob wir jetzt diesen Washington hier mit abgeben können. Denn das ist natürlich ja kein regulärer Washington, den wir hier mit sehen, sondern natürlich ein FBI Washington. Also diesen wiederum, für euch mal hier mal mit eingeblendet, findet man dann dementsprechend in den hinteren Abteil von Downtown in unmittelbarer Nähe der Pizzeria. Und ich bin mal neugierig, ob es nicht doch möglich war, dass man sogar auch dieses Fahrzeug hier mit abgeben kann. Oder wie halt eben hier steht, an dem Modell haben wir kein Interesse. Ein bisschen sehr eigenartig, aber das kümmert uns jetzt eigentlich mal wenig. Machen wir aber folgendes, wir steigen aus dem regulären FBI Washington aus. Steigen dann hier in einem regulären Washington mit ein und außer der Tatsache, dass der FBI Washington von einem regulären sich nur von der Beschreibung sich nur mal mit ändert, kann es das mal ein bisschen gestohlen bleiben. Wir nehmen dann dementsprechend auch dieses reguläre Washington hier mit hinein und dann brauchen wir nur noch einen Admiral. Das letzte Fahrzeug hier auf unserer Agenda ist natürlich dann der Admiral. Den Admiral, den findet man quasi auch überall random mal mit verteilt. Oder wer auch auf Nummer sicher gehen möchte, kann ebenfalls mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% dieses Fahrzeug immer beim Versetti Estate mit vorfinden. Oder wenn man sich noch etwas näher auf Starfish Island sich mit umschaut, besonders bei dieser einen einzigen Rampage auf Starfish Island, dort steht natürlich dann immer ein Admiral. Nichtsdestotrotz stellen wir auch dieses Fahrzeug hier mit hinein und die Zusammenstellung dieser 6 Fahrzeuge bietet uns das folgende Fahrzeug. Nämlich den Sabre Turbo. Das Fahrzeug, was wir natürlich auch bei der Mission der Fahrer gesehen haben, wo natürlich Hillary mit drin gestanden hat. Und Sunshine Autos generiert nun bis zu 4000 Dollar Einkünfte. Dieses Geld wollen wir uns regelmäßig mit abholen, aber diese Fahrzeuge, die natürlich jetzt hier mitstehen, die holen wir uns doch mal gleich als nächstes. Das nächste Fahrzeug, was wir hier in diese Garage mitbringen wollen, ist natürlich der Cheetah.
Man kann natürlich mit sagen, diesen Cheetah, den findet man überwiegend auf Starfish Island. Beziehungsweise man kann ihn auch hier beim Polizeirevier sich mitholen. Also für euch auch mal auf der Karte mal mit eingeblendet, für diejenigen, die das jetzt nicht auf dem Schirm hatten. Wir haben hier natürlich das Polizeirevier. Und hier hinten wiederum ist da immer ein Cheetah mitgeparkt. Quasi ein Cheetah, den man dann quasi auch mit vorfindet für... Wenn man 3 Sterne hat und dann die Zivil-Cops hier mit am Start sind, dann kann man sich auch quasi auch sicher sein, dass diese dann immer mit so einem Cheetah hier mit ankommen. Nichtsdestotrotz packen wir diesen Cheetah doch einfach mal mit hinein, weil das geht natürlich. Und als nächstes fragt natürlich der Inferus. Ich habe ja quasi schon mal mit vorgesorgt und dann dementsprechend die ganzen Fahrzeuge schon mal alle vorsorglich hier mal mit reingestellt, weil quasi das Suchen und Finden der zu verwendeten Fahrzeuge durchaus etwas verdammt lange mitdauert und diese Arbeit wollte ich euch natürlich mit ersparen. Deswegen auch hier der Infernus relativ mit herzuleiten, wo man den mit vorfinden kann. Unter anderem mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% ist dieser stets immer beim Versetti Estate natürlich mit vorfindbar. Und von daher können wir auch gleich dieses Fahrzeug hier gleich mal mit reinstellen. Den Banshee, den wir als nächstes mit abliefern müssen, ist natürlich ebenfalls ein so prachtvolles Schmuckstück, wie wir hier gerne mit sehen. Und auch häufig bei Starfish Island oder beziehungsweise auch in Washington Beach oder auch Ocean Beach findet man dann dieses Fahrzeug entweder immer random durch die Gegend heizen oder quasi dann am Fahrzeug, am Straßenrand findet man dann auch dieses Fahrzeug mit abgestellt. Der Phoenix ist das nächste Fahrzeug, was wir hier natürlich mit abgeben wollen. Sehr eindeutig daran mit zu erkennen, dass dieser eine sehr typische Bauform mit hat und insbesondere auch dieser hat hier auch noch einen kleinen Zusatz bei seinem Motor, wobei ich jetzt nicht auf dem Schirm habe, wie man diese gleich mal mit nennt. Also wenn man quasi Gas gibt, dann findet hier so eine kleine Spielerei mit statt, aber nichtsdestotrotz, auch dieses Fahrzeug findet man sehr oft auf Starfish Island, beziehungsweise auch in Washington Beach oder auch Ocean Beach und von daher ist es dann keine so großartige Hürde, dieses Fahrzeug hier einfach mal mit abzuliefern. Der Comet ist das vorletzte Fahrzeug hier auf dieser Liste und sehr eindeutig mit zu ermitteln, dass dieses Fahrzeug immer ohne Dach hier mit unterwegs ist. Und dieses Fahrzeug findet man auch überwiegend auf Starfish Island oder auch, wer halt eben jetzt keine große Lust dazu hat, dieses Fahrzeug mit aufzusuchen, wenn man quasi beim Leaf Links Golf Club sich mit befindet, dort steht immer vor dem Eingang ein Comet. Von daher kann man sich auch gerne dort immer sich mal einen mit ausleihen, wenn man das Bedürfnis hat oder falls man einen braucht und den wir dann in diesen Fall hier mit reinstellen müssen. Last but not least haben wir natürlich auch noch den Stinger. Der Stinger ist natürlich so aufgebaut, dass dieser ebenfalls ohne Vordach unterwegs ist, natürlich auch sehr schnell unterwegs und so wie es bei den anderen Autos mit der Fall ist, findet man auch diesen häufig auf Starfish Island. Und diese 6 Rennautos abgegeben liefern uns ein folgendes Ergebnis. Nämlich den hier, der Sandmaster. Ein wirklich schickes Gefährt, das dann dementsprechend auch, so wie es der Name mit angeben tut, dann dementsprechend auch auf dem Sand sehr schnell unterwegs ist. Suchen wir uns natürlich jetzt noch die restlichen Fahrzeuge, wobei ein besonderes Fahrzeug erst mit abgegeben werden kann, sobald noch eine weitere Immobilie noch mit gekauft wurde, aber das machen wir natürlich dann auch noch mit. Jetzt ist es an der Zeit, die noch verbleibenden Fahrzeuge hier noch in diese Garage noch mitzubringen. Bis auf ein Fahrzeug, das Mr. Whoopi, habe ich schon bereits alle Fahrzeuge schon mal hier. Denn Mr. Whoopi, ich denke mal, den holen wir uns am besten im nächsten Part. Aber beginnen wir natürlich als allererstes hier mit unserem Voodoo. Also quasi der Lowrider für die Haitianer schlechthin. Wobei hätte ich das Fahrzeug umgeschmissen. Also dieses Fahrzeug, das findet man natürlich überall in Little Haiti, beziehungsweise auch direkt hier bei Tante Paulette, bei den Haitianern, Missionen. Und ja gut, dieses Fahrzeug hier mit abzuliefern, beschert uns schon mal ein was. Der nächste auf der Liste ist der kubanische Hermes. Natürlich das Fahrzeug der Kubaner schlechthin, auch sehr schön an der Lackierung mitzusehen. Und... na gut, dafür braucht man ja eigentlich nur in Little Havana mal ein bisschen Acht zu geben und schon findet man dieses Fahrzeug hier straight immer an Ort und Stelle. Den Caddy hier zu bekommen ist schon eine Klasse für sich. Generell sei natürlich mit zu erwähnen, diesen Caddy, den findet man eigentlich nur beim Leaflinks Golf Club.
Aber man muss auch wahnsinnig viel Geduld mit aufbringen. Zumindest hatte ich bei der Suche alles andere als Glück gehabt. Ich habe, ich würde mal sagen, knapp eine halbe Stunde damit verbracht, auch nur ein Caddy irgendwo auf diesem riesigen Golfplatz mitzufinden. Und war dann einfach nur überhappy, als dann dementsprechend einfach mal sein Caddy random gespawnt wurde. Und somit können wir das dann dementsprechend hier mit abliefern. Der Bagagehändler, oder wie man den genauestens ausspricht, ist dann dementsprechend das Fahrzeug, was natürlich dann auch immer beim Escobar International Airport mit zur Verfügung steht. Und hier steht zwar nur Bagage oder Bagage, also keine Ahnung, wie man das Teil so richtig ausspricht, dran. Aber das ist dann dementsprechend das Fahrzeug, was man hiermit abgeben muss. Auf den ersten Blick kommt es einem gar nicht so vor, dass dieses Fahrzeug eines der heiß begehrtesten ist, die dann unter anderem hiermit gesucht werden. Währenddessen so andere Fahrzeuge, wie zum Beispiel ein regulärer Hermes, oder auch ein Manana oder ein Regina und wie die nicht alle anderen heißen, mal überhaupt keinerlei Bedeutung haben. Das vorerst letzte Fahrzeug, was wir hiermit ergeben, ist natürlich der Pizza Boy. Den Pizza Boy, man braucht eigentlich nur eines von den drei befindlichen The Well Stacked Pizza Corporation mit hinzufahren. Sei das jetzt hier in Little Haiti oder auch in Downtown oder sogar auch in Washington Beach, oder gehört das schon zu Vice Beach? Weiß ich jetzt gar nicht. Also auf jeden Fall, da findet man dann dementsprechend hier diesen Pizza Boy. Und wenn man quasi zum ersten Mal auf diesen Pizza Boy noch mit drauf ist, sprich doch nicht die 150 Lebenspunkte dafür mit hat, wird man natürlich dann noch die Pizza Boy Mission noch mit triggern. Selbst das wurde schon mal mitgemacht. Könnt ihr halt eben auch gerne euch näher mit begutachten. So, ein Fahrzeug fehlt natürlich noch und das ist der Mr. Whoopi, aber den wiederum müssen wir erst mit freischalten. Dieser fährt natürlich hier nicht random mit rum, aber im nächsten Part werden wir uns dann dementsprechend den Mr. Whoopi uns mitholen und darüber hinaus bietet er erstmal noch etwas Besonderes. Aber für den Moment reicht das jetzt erst einmal für heute. Leute, wenn es euch hier gefallen hat, lasst mal einen deutschen Superwert mit nach oben da und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao!